Das beweist übrigens das Gegenteil dessen, was man so annimmt. Da das Ding, the void, der Tod, nicht assimilierbar, nicht repräsentierbar, nicht denkbar ist, generieren sich diese verschiedenen Methoden der Unsterblichkeitsphantasmatik. Denn dazu ist die Todesphantasmatik ja auch nur gemacht worden, damit entweder das Ding da, das Unmögliche, Undenkbare, verdrängt wird und dann gegen die heraklitische verzehrende Feuersbrunst ein Gegenfeuer, ein subversives angezündet wird, mit dem Ergebnis von neuen Produktionsergebnissen oder durch den am Objekt scheiternden Zwangsneurotiker dieses immer umkreisende, das Ding verschoben wird, auf später verschoben wird. Ich mache da nicht mit. Bei der Produktion von neuen Dingen, ihr könnt euch selber drum kümmern, aber ich durchschneide den buddhistischen Begehrensfaden der Restbegehrensabhängigkeiten und Anhänglichkeiten. Oder das Ding wird wie beim Sublimationisten oder bei der Paranoia der Wissenschaft einfach verworfen und durch Methoden zu umkreisen versucht, es dennoch dingfest zu machen, ein dickeres, dignifiziertes Ding daraus zu machen, vermittels der Symbolisation oder der Imagination. Man sieht das heute am Phantasma der Wissenschaften ganz besonders, aber auch an den Anamorphosen, an den genialen Werken von Leonardo, das Uneinfangbare dennoch einfangen zu wollen, das Lächeln, das obskure Lächeln der Milanfedern im Grinsen von Gioconda oder dem Blick des Moses, des Michelangelo und den Verzückungen seiner Pietà oder anderen wie Bernini. Gibt noch einige Richter mit seinen Déjà-vu-Tableaus. Da ließe sich jetzt noch stundenlang drüber palavern.